Ja, dritter Teil. Heute, ja, weiß ich nicht, ob wir den heute schaffen, komplett zu zerlegen. Soll ja nicht auch nicht immer so lang sein. Auf alle Fälle Rad raus, vorne versuchen, Lenker abzumachen, wenn er nicht arg so dolle verrostet ist. Dann habe ich vor, mit euch in den Rahmen reinzugucken, mit so einer Kamera, ne, die so an so einer Schnur hängt. Und da schauen wir mal rein, wie, ja, wie das da drinnen aussieht, ne? Wegen Konservieren und so. Müssen wir da mal nachschauen, ne? Und dann kurze Frage, so ein Blech, so ein Schutzblech hier. Also wenn das NRW ist, wo ich das herkriege, ich habe schon mal gesucht, ich habe das nirgendwo gefunden. Ja, vielleicht hat auch der ein oder andere noch eins rumzuliegen. Würde ich ihm dann abkaufen. Kein Problem, aber das muss wieder neu. Das ist ja das Schutzblech hier hinten, was unter dem Tank ist. Den Tank habe ich übrigens, den gibt es überall zu kaufen. Ja, also das ist kein Problem. Achso, und dann habe ich noch die Papiere beantragt. Das dauert wohl irgendwie 16 Wochen oder so was. Also ganz schön lange. Naja, egal. Gut, wir gucken erstmal in die Maschine rein, beziehungsweise in den Rahmen rein, bevor wir weitermachen. Mal in Rosten innen drinne. Ich werde da Zitronensäure drin schütten. Man kann auch irgendwie Phosphorsäure nehmen oder sonst irgendwas. Oder hier so ein Tankentroster. Ja, da gibt's, das ist ja auch so eine Art Säure mit bei, was dann mit Wasser verdünnt. Das kann man da auch hinkippen. Dann kann man noch mal hingucken, wie das denn aussieht. Und dann kann man das hinterher meinetwegen mit irgendeinem Konservierungsmittel zuschütten. Ne? Und dann so mal so ein bisschen hin und her bewegen, so dass es nicht weiter rosten kann. Ne? Meinetwegen auch einen Rostumwandler reinschütten, der da eine schöne Schicht gibt. Aber wenn man das mit Zitronensäure gemacht hat, dann ist das schon okay. Sag ich jetzt mal. Da kann man Wachs reinkippen oder meinetwegen auch Overtrolöl oder Leinöl. Reines Leinöl macht es auch schon. Fangen wir an mit weiter auseinanderbauen. Oxidiert, weil das Aluminium ist, das ist klar. Ne? Thank you.
letzte Täufchen, was hier aus den Rahmen gekommen ist. Ne? Das ist eine ganze Menge, aber da ist sicherlich ein Haufen Erde auch dabei. So, und das ist halt der Haufen, der so, naja, Rost und was so am Rahmen für Dreck dran gehangen hat. Das ist eine ganze Menge. Ein schöner Berg. Gut, gut. Das war dann erstmal soweit. Wenn euch das Video gefallen hat oder so, dann lasst da einfach mal ein Abo da. Ne? Da freut sich sicherlich jeder drüber. Und ja, dann geht's weiter im nächsten Teil.